Das wird ein bisschen mehr Dringlichkeit. Was, Emmy? Bitte, geh nicht. Ja, that's better. Bitte, geh nicht. Ich versuche dir nicht Muttersprachlern eigentlich das zurückzugeben, was ihnen in dem Augenblick, wo sie in einer fremden Sprache, nämlich in Deutsch, spielen müssen, genommen ist, nämlich ihr wichtigstes Werkzeug, die Sprache. Und das sehe ich als meine Hauptaufgabe, ihnen das zurückzugeben. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, der sehr wenig zu tun hat mit Übungen und A, E, I, U, U und phonetischen Übungen, sehr viel zu tun hat mit Erfahrung, mit sich einfühlen in die Person, die da gerade vor einem steht. Wer diese Laufbahn nimmt, lebt meistens fremdbestimmt. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Sie ist das Mädchen, das alles hat. Im Leben geht ihr alles glatt. Sie hat allen Grund, glücklich zu sein. Doch glaub mir, das ist nur der äußere Schein. Jens Morgenroth versucht den Darstellern zu vermitteln, welche Gefühle hinter den von ihnen auswendig gelernten Worten stecken. Denn nur dann können sie ihren Text auf der Bühne auch richtig interpretieren. Very important. Das Coaching ist sehr wichtig für mich. Die ganze Show ist auf Deutsch. Und wenn ich Jens nicht hätte, wäre ich verloren. Ich bin also sehr glücklich. Er ist toll. Ja, ich muss das ganze Buch auswendig lernen. Und das so gut wie möglich. Für Vaien van den Bosch bleibt es in der Show nicht nur bei Gesang und Schauspiel. Während des Liebesduetts mit Anton Zetterholm fliegt auch sie über die Bühne. Verrückt, ich fliege. Vor 2 Wochen haben wir es zum ersten Mal auf der Bühne gemacht. Das ist so cool. Ich habe keine Angst, das ist gut. Wenn es höher wäre, würde ich es wohl nicht machen. Es ist hoch, aber auch sehr schön. Ich fühle mich sicher. Wer als Künstler sein Geld verdient, gehört zum fahrenden Volk. Er ist immer dort zu Hause, wo die Show ist. Die Atherton-Zwillinge haben schon an vielen Orten auf der Welt gelebt. Seit Januar ist Hamburg ihre Heimat. Andrew ist mit Garcia verheiratet. Zusammen haben sie 2 Kinder. Auch Kevin hat einen Sohn, den er allein aufzieht. Die Brüder teilen sich eine Wohnung. Der Familienzusammenhalt ist ihnen wichtig. Andrews Frau Garcia ist ebenfalls Akrobatin und wirkt bei Paramore mit. Unübersehbar, Töchterchen Kamali hat die Akrobatikgene ihrer Eltern geerbt. Ich habe sie nicht wirklich trainiert. Wir haben gerade angefangen zu spielen und etwas Spaß zu haben. Nebenbei lernt sie es. Ihr Körper ist unglaublich. Sie ist ein Naturtalent. Garcia Atherton wurde in Kasachstan geboren. Im Alter von 4 Jahren begann sie mit Sportakrobatik. Ihre Leidenschaft? Handstand und das Handbalancieren. Ja. Ready? Ja. 1, 2, 3, go. Down. Später wechselte sie zum Zirkus und wollte Neues ausprobieren. Ich war so schwach im Oberkörper. Ich wusste nie, wie ich einen Klimmzug hinbekomme. Ich habe es versucht, aber meine Muskeln wollten nicht. Naja, ich bin dran geblieben, habe mich selbst herausgefordert und gelernt. Und es hat geklappt. Heute bin ich eine Luftakrobatin und Handstandartistin. Ich mache ziemlich viele Dinge und habe in vielen verschiedenen Shows gespielt. Die akrobatische Begabung der Atherton-Zwillinge wurde früh erkannt und gefördert. Dennoch achteten ihre Eltern darauf, dass beide ihre Persönlichkeit unabhängig voneinander entwickeln konnten. Unsere Eltern trennten uns so oft wie möglich voneinander. Sie ermutigten uns, die Dinge allein in die Hand zu nehmen. Wir sollten nicht zusammen reisen oder im selben Klassenzimmer sein. Wir sollten auch nicht zusammen trainieren. Sie hofften, dass wir unabhängig voneinander werden. Erst als wir uns dem Cirque du Soleil anschlossen, stellten sie uns in einen Raum und sagten, geht und arbeitet zusammen. Und am Anfang, ungefähr 1 Monat lang, haben wir nur miteinander gekämpft, weil wir es hassten. Weil wir uns auf jemand anderen verlassen sollten, um etwas zu erreichen. Und dann, so nach 1 Monat, hat etwas Klick gemacht. Und dann wurde uns klar, dass wir zusammenarbeiten können. Seitdem waren sie in 5 verschiedenen Cirque du Soleil-Shows zu sehen. Und sogar bei der 84. Oscar-Verleihung, die in 225 Länder übertragen wurde. Und jeder Auftritt ist für die Zwillinge ein Highlight.
Ich denke, es ist der Traum von uns allen zu fliegen. Und wir erfüllen uns diesen Traum jeden Abend, manchmal zweimal pro Nacht. Es ist ein schönes Gefühl und es ist fast wie eine Droge. Dieses Gefühl des Fliegens, das Gefühl innen drin, das wollen wir niemals verlieren. Es ist wunderschön. Neben ihrem Beruf haben die Kinder der Zwillinge oberste Priorität. Sie sind überall mit dabei. Reisen, erleben andere Kulturen und Städte. Regelmäßig wird zu Hause gemeinsam gelernt. Andrew und Kevin waren 20 Jahre alt, als sie in London ihre erste Cirque-Show sahen. Von dem Moment an war klar, das ist ihr Ding. 4 Jahre später wurden sie zu einer Probevorführung geladen. Seitdem haben sie weltweit viele tausend Vorstellungen absolviert. Varekai war unsere erste Cirque-Show. Sie wird immer in unseren Herzen sein. Hier haben wir so viel gelernt. 8,5 Jahre sind wir mit dieser Show getourt und insgesamt 3000 Mal damit aufgetreten. Wir haben nie eine einzige Show verpasst. Niemals. Wir waren von Anfang bis zum Ende dabei. Und während dieser Show habe ich meine Frau Garcia kennengelernt. Wir haben so viele schöne Erinnerungen daran. Selten schaut die Familie gemeinsam alte Videos an. Der Blick in die Vergangenheit wird zu einem emotionalen Moment. Da kommen die Erinnerungen wieder. Jedes Mal, wenn ich diesen Auftritt anschaue, muss ich weinen. Es ist so schön. Weinst du, Mama? Ja, ich habe Tränen in meinen Augen. Man vergisst ein bisschen, wie viel Arbeit es war, um an diesen Punkt zu gelangen. Man vergisst den Entstehungsprozess und wie schmerzhaft und wie frustrierend er ist. Jetzt sehen wir 7 schöne Minuten. Alles ist perfekt. Hochglanz. Aber die 9 Monate, die wir dafür gebraucht haben, sieht man nicht. Und das versuchen wir den Menschen zu sagen. Es sieht nicht sofort so aus. Es dauert sehr lange, bis es so perfekt ist. Akrobatik in ein Musical zu integrieren, bringt für jede Abteilung des Hamburger Flora Theaters neue Herausforderungen mit sich. Die vielfältigen und opulenten Kostüme zeigen Hollywood in den 40er Jahren und auch Szenen aus verschiedenen Filmgenres, wie Western, Historien oder Horrorfilm. Doch Kopfzerbrechen bereitet Stefan Glaser nicht die Anzahl der verschiedenen Kostüme, sondern die besonderen Anforderungen. Die Akrobatik in der Form war jetzt für mich so ein bisschen Neuland. Und da habe ich ganz eng direkt mit Cirque du Soleil in Montreal zusammengearbeitet. Wie schaffen wir es, dass die Kostüme so ausschauen, wie sie ausschauen und trotzdem diesen Bedürfnissen gerecht werden? Das heißt, die dürfen natürlich auf keinen Fall reißen. Sie müssen elastisch sein, sie müssen dieses und jenes mitmachen. Sie müssen aber direkt nach der Akrobatik wieder in die Form springen. Klassische Materialien erfüllen diese Anforderungen nicht. Es musste also eine Alternative gefunden werden, die beides vereint. Einen authentischen Look und Flexibilität. Die Textildesigner entwickelten eine Art Neoprenstoff. Das heißt, auch was wir jetzt hier sehen, diesen Joey Polunder, das ist in Wirklichkeit kein Strick oder ähnliches, sondern das ist ein Textildruck. Und natürlich kommt es auch den Akrobaten zugute, weil sich das Material natürlich entsprechend dehnen lässt und anschmiegsam ist. Fast jeder dritte Darsteller trägt während der Show eine Perücke. Alle Haarteile sind Unikate und handgeknüpft. 40 Stunden dauert es, bis eine Perücke fertig ist. Zusätzlich kommen in der Show Masken zum Einsatz. Auch die sind maßgeschneidert. Wir haben zum Beispiel eine riesen Nightmare-Zombie-Szene, wo alle drauf sind. Und die Ensemble, die tragen so einfach Masken drüber. Und die Akrobaten sagen, ich sehe nicht genug damit. Ich muss auf diesen Stangen da klettern. Ich muss nach links und rechts im Dunkeln gucken. Also haben wir für die wirklich maßgeschneiderte Masken gemacht. Also dann nimmt man einen Gipsabdruck ab, dann zieht man die tief. Dann, na, das sind BH-Träger. Kann man das nämlich justieren, ne, wie man es haben will. Jetzt haben wir das mit 5 Trägern, weil das sitzt dann hier am Hinterkopf und hält die Maske wirklich richtig auf dem Gesicht. Und das ist für die wichtig, wenn die da herumspringen und so, dass das nicht verrutscht. Es ist der 14. April, Tag der Premiere. Die Akrobaten treffen sich wie jeden Tag zum Fitnesstraining. Dieses Training ist wichtig, weil wir während der Shows immer wieder die gleichen Dinge tun und die gleichen Muskeln verwenden. 8 Shows die Woche, manchmal 10.
Also kommen wir täglich ins Fitnessstudio und machen eine andere Art von Krafttraining. Ganz gezielte Übungen. Das ist wichtig, damit wir uns nicht verletzen. Andrew und Kevin sind 44 Jahre alt. Ein gesunder Lebensstil und Fitness ist für sie, wie für alle hier, selbstverständlich. Bevor sich der Vorhang heute zur Vorstellung öffnet, versammeln sich die Akrobaten auf der Probebühne zum Warm-up. Konzentriert gehen alle nochmal ihre Nummern durch. Jack Atherton, ein Cousin der Zwillinge, arbeitet als Fänger. Er ist für die Sicherheit seiner Kollegen verantwortlich. Meine Aufgabe ist es, die Leute aufzufangen. Und ich würde mich zu 100% dafür auch in Gefahr bringen. Wenn ein Kollege fallen würde, würde ich nicht zurückschrecken. Denn es ist meine Aufgabe, ihn aufzufangen, damit er in Sicherheit ist. Für mich ist das der aufregendste Teil an meinem Job. Wenn etwas schief geht, die Gelegenheit zu haben, die Person zu sein, die dem anderen das Leben rettet. Ich hoffe, das klingt nicht zu dramatisch. Währenddessen wird das Musical-Theater Neue Flora für die Europa-Premiere rausgeputzt. Kreativteam und Management sind nervös. Nach über 48 Monaten harter Vorbereitung darf das bombastische Projekt nicht scheitern. Wie wird das Publikum heute reagieren? Es ist eine Multimillionen-Euro-Produktion. Natürlich spüre ich den Druck abzuliefern. Es ist eine Herausforderung, denn wie gesagt, diese Art von Show hat es noch nie gegeben. Die Premiere ist für die Musicalmacher ein wichtiger Termin, um Aufmerksamkeit zu generieren. Prominente Stars und Sternchen aus Film, Mode, Sport und Politik sind geladen. Der Glanz der Promis soll der Show Schlagzeilen bringen. Während im Foyer die Premierengäste auf dem roten Teppich posieren und der Presse Frage und Antwort stehen, herrscht im Backstage-Bereich des Theaters inzwischen konzentrierte Betriebsamkeit. Alle 36 Künstler bereiten sich gleichzeitig auf ihren Auftritt vor. Die Maskenzeiten sind exakt durchgeplant. Viele Künstler tragen Tattoos, die abgedeckt werden müssen. Doch bei den Akrobaten gibt es Ausnahmen. Die Besonderheit bei den Akrobaten ist halt, dass wir nicht auf die Unterarme gehen, weil bei denen, da darf sich das Hautgefühl nicht ändern. Ne? Also können wir, die sind aber auch nicht so stark, können wir das hier nicht abdecken. Aber genau, weil die ganz viel fassen. Und da darf sich nichts ändern. Also lassen wir es weg. Aber die sieht man auch stärker. Das geht wirklich unter. Eine der drei Hauptrollen wird vom Schauspieler und Sänger Pasquale Aleardi verkörpert. Er spielt den Filmregisseur AJ. In den Minuten vor dem Showbeginn widmet er sich dem Textbuch. Ich versuche, so die wichtigsten Punkte durchzugehen, weil ich habe wahnsinnig viel, was ich mir merken muss, damit nichts passiert. Weil ich als AJ Golden quasi ja die ganzen Akrobaten von A nach B scheuche. Und sobald ich mit der Maske bin, renne ich durch die Gegend, um auf den richtigen Puls zu kommen. Vianne van den Bosch spielt die weibliche Hauptrolle. Entdeckt wurde sie in Holland bei der Castingshow The Voice Kids. Paramour ist ihr erstes internationales Engagement. Eine Stunde vor der Show bin ich immer nervös, weil ich denke, wow, die Leute haben für die Eintrittskarten bezahlt, um uns zu sehen. Und du willst so gut sein, wie du nur kannst. An diesem Punkt bin ich also immer nervös. Aber wenn ich auf die Bühne gehe, verblasst es. Es sind nur noch ein paar Minuten bis Showbeginn. Hinter der Bühne versammeln sich alle Künstler zum sogenannten Circle. Gleich wird Regisseur Sergio Trujillo seine Mannschaft auf die Premiere einschwören. Wir arbeiten alle für dasselbe Ziel. Wir wollen eine Show machen und den Menschen, die da draußen zuschauen, Freude bringen. Wie tanzt ihr heute? Wie macht ihr heute eure fast unmöglichen akrobatischen Kunststücke? Bitte erinnert euch bei allem, was ihr tut, daran, dass die Menschen euch verehren, bewundern und Respekt zollen. Habt Spaß, habt eine großartige Show. Danke euch allen. Und dann beginnt das Spektakel. Licht! Kamera!
Paramore erzählt eine Dreiecksliebesgeschichte. Der Hollywood-Filmregisseur AJ verliebt sich in die Schauspielerin Indigo. Ebenso wie der Pianist Joey, der Songs für AJs neuen Film komponiert.